Hi Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Silber Together und wir sind hier ein bisschen nördlich von Dukatia City. Ja, Team sieht da recht gut aus. Ich will jetzt nur Rückkehr mal wieder nach vorne tun, weil ich habe jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr mit ihr gekämpft. Spike hat... kommt auch noch vor Scarabu, der ist nämlich jetzt schon Level 23. Den brauchen wir vorerst mal nicht. Und weil es gerade Nacht ist, können wir den hier auch herausfordern. Der hat ja auch immer dieses geniale Encounter-Team hier. Kenne ich bisher hauptsächlich aus Heart Gold und Soul Silver. Haben sie wenigstens da schön übernommen. Der Wächter Dirk möchte jedenfalls kämpfen und der schickt einen Fukano in den Kampf. Ist jetzt für Rückkehr nicht unbedingt das beste Matchup, aber ich denke, das können wir machen. Die Lebensschelle macht ja da schon einiges an Schaden. Die Glut macht uns da auch ziemlich viel. Jetzt ist die Frage, Lebensschelle hat, wenn es sehr effektiv ist, Stärke 40. Rasierblatt, wenn es nicht effektiv ist, kommt sogar ein bisschen über 40. Außerdem kann man mit Rasierblatt einen Volltreffer machen. Und wir haben ja sogar noch die Wundersaat. Oh, und da habe ich mal wieder vergessen mit einzuberechnen, dass Vulcanos Verteidigung wesentlich schwächer ist als seine Spezialverteidigung. Naja. Hätte ich sowieso noch mindestens eine weitere Attacke gebraucht, also ist es egal. Ein weiteres Vulcano. Das darf Visenio jetzt mal machen. Weil ich will Rückkehr jetzt nicht die ganze Zeit da kämpfen lassen, wenn sie eine Schwäche hat. Also, schneiden wir ihn erstmal auf. Dann brüllt er uns weg. Das kommt rein. Ach, Spike. Der ja mittlerweile den Walzer kann. Kann einen ordentlichen Tanz aufs Parkett legen. Vor allem, wenn er sich vorher einigelt. Schwupps und 560 Pokédollar. Okay. Heute ist Sonntag. Das heißt, heute ist kein Käfersammlerturnier. Oder? Moment, wann ist das hier auf dieser Edition? Dienstag, Donnerstag, Samstag. Habe ich es doch richtig in Erinnerung gehabt. Also dann. Hier im Park können wir uns auch ein bisschen was holen. Da gibt es außerdem ein paar nette Trainer. Falls wir die nicht schon besiegt haben, das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Und hier gibt es tolle Hoothoots. Da will ich aber erstmal von wegrennen. Meine Pokémon sind so niedlich, ich möchte sie dir zeigen. Ja, dann zeig doch mal. Pokéfan Irmgard. Ein Snubbelatze. Ja, dann machen wir doch erstmal das Rasierblatt. Das kann Rückkehr doch am besten. Gibt uns erstmal Laseraugen hier. Und er hat eine Beere. Ja gut. Ich bin trotz einer Grimasse immer noch schneller. Spricht nicht gerade für Snubbels Initiative, wenn ich da trotzdem noch schneller bin. Ich kann dich vielleicht nicht im Kampf besiegen, aber meine Pokémon sind viel süßer. Also an Rückkehr kommst du nicht ran, komm. Und an Jenny erst recht nicht. So ein süßes Ampharos. Okay, bevor ich jetzt die ganzen Trainer hier mache und bevor ich es vergesse... Hier kann man nämlich noch... Moment, wir haben doch jetzt Fahrrad mittlerweile, oder? Okay, Moment mal. Hatten wir da noch nichts auf dem Select gelegt? So, jetzt müsste das doch funktionieren. Genau. Gen 2 Fahrrad, bin ich schon gar nicht mehr gewohnt. Vor allem kommen wir mal ein bisschen schneller voran als sonst.
Was ich aber haben will, ist hier die TM28, den Schaufler. Weil den würde ich gerne unserem Spike beibringen, weil dann hat der endlich mal eine gute Step-Attacke. Schaufler. Ich merke schon, alle TMs, die wir haben, die werden sofort verbraten für irgendwas immer. Hat eigentlich irgendjemand Anziehung jetzt bekommen dafür? Für den Schaufler kommt der Giftstachel weg. Moment, wenn die TM45 weg ist, hat dann irgendjemand jetzt Anziehung? Nee. Nee. Auch nicht. Nee. Nö. Okay, dann scheinen das sie auf den PC gelegt zu haben. Damit immer schön Platz im Beutel ist. Wobei ich nicht weiß, ob das für die TM und VM überhaupt nötig war. Und hier haben wir jedenfalls noch einen Hyperheiler. Zu diesem Fahrradteam fällt mir jetzt auch übrigens gerade wieder was ein. Wusstet ihr schon, dass das Fahrradteam aus der zweiten Generation nur ein etwas beschleunigtes Team von Ducatia City ist, beziehungsweise Ducatia City einfach, also das Fahrradteam ist eigentlich nur das Ducatia City, die Ducatia City Musik etwas schneller abgespielt. Wenn ihr mal drauf achtet, dann fällt euch das auch auf. Hier haben wir jedenfalls noch einen Trainer. Die Pokémon-Welt bietet dir viel. Es gibt noch viele Dinge, über die wir nichts wissen, aber ich weiß mehr als du. Was? Das wage ich zu bezweifeln, mein Guter. Schuljunge Julius. Mit einem Myrapla. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, da bin ich mit Lehmschellen noch ein bisschen besser dran, weil das Rasierblatt, das resistet er mir doppelt. Aber anscheinend bin ich mit Lehmschell auch nicht sonderlich effektiv. Ich probiere mal, wie viel ein Rasierblatt abzieht. Viel erwarte ich jetzt hier auch nicht. Aber okay, mit dem Volltreffer ist es auf jeden Fall mehr. Und mit der Lehmschelle haben wir jetzt erstmal schon die Genauigkeit vom Gegner gesenkt. Ist eigentlich blöd, dass Rüker gerade keine Normalattacke hat. Ich glaube, ich gehe jetzt nachher nochmal schnell zurück und hol die TM-Kopfnuss wieder. Und dann kann ich sie noch ein paar von unserem Pokémon beibringen. Oh, der Volltreffer von dem Rasierblatt, der ist fast zuverlässig. In Voltoball, das ist doch schon eher ein Matchup für Rückkehr. Da kann ich vor allem mit dem Rasierblatt etwas mehr machen. Wenn das wenigstens neutralen Schaden macht. Und nicht geviertelten. Mit der Lebensschelle machen wir auch noch gut Damage, weil Voltoball ist ja ein Elektro-Pokémon und dies hat eine Bodenschwäche. So, Level 22 für Rückkehr. Was? So, jetzt darf wie Senior mal weitermachen. Ich weiß sowieso nicht, warum er Rückkehr überhaupt die Lebensschelle beigebracht hat. Die Attacke finde ich nämlich sowieso nicht so sonderlich toll. Ist einfach ein bisschen zu schwach. Wir bewundern unsere Pokémon, auch wenn sie uns nicht mögen. Das macht eben den wahren Fan aus. Ein Raichu hat der. Oh, das ist aber ein schweres Kaliber dafür, dass wir hier noch so früh im Spiel sind. Aber es sollte kein Problem sein, nachdem Raichu hier noch keine Statik hat. Kann ich den auch sehr leicht physisch angreifen. Und es trägt eine Beere. Ja, dann machen wir noch einen Ruckzuckhieb und dann war's das für dich, du Raichu. Es gibt da jetzt aber auch schöne EP, ne? Ja. Für den Levelunterschied waren das ordentlich viele EP. So, dich brauchen wir hier noch. Was ist? Warum starrst du mich so an? Oh, ein Kampf? Ja, ein Kampf.
So, die Göre Monika. Deine Myrapla. Diesmal können wir was dagegen machen. Und diesmal haben wir wenigstens Attacken, die halb, die wenigstens neutral effektiv treffen. Und einen Step haben. Tragosso? Interessant. Tragosso sollte ich nicht one-hitten können, vor allem nicht, wenn es daneben geht. Und Tragosso hat eine ziemlich gute Verteidigung. Das war zu erwarten, nachdem er mir meinen Angriff einmal gesenkt hat. Greifen wir mal weiter mit Ruckzuckhieb an. Wenigstens trifft er mich nicht mehr mit seinen Heulern, weil sonst könnte das nämlich noch ein bisschen länger dauern hier. Der kann schon Knochenkeule. Macht aber zum Glück nicht so viel Schaden ohne sein Signature-Item. Sonst hätte das Ganze nämlich jetzt doppelt so weh getan. Und 360 Pokédollar. So, an dieser Stelle mache ich mal einen ganz kleinen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder ungefähr hier an dieser Stelle. Ich gehe nochmal ganz schnell zurück nach Dukatia City und hole mir noch schnell einmal die TM für Kopfnuss oder zweimal sogar, weil ich glaube, Visenya könnte sie auch gut gebrauchen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder und ich habe unserem Team mal ein paar neue Sachen beigebracht. Also zum einen kann Visenya und Rykia, die können jetzt beide Kopfnuss. Und was war noch? Ach ja, genau, weil ja heute Sonntag ist und mir das gerade eben wieder eingefallen ist, habe ich vom zweiten Schalter in der TM-Ecke die TM-27 Rückkehr bekommen. Die kriegt man dort nämlich jeden Sonntag. Und die Rückkehr ist ja sowieso so ziemlich eine der stärksten oder sagen wir mal nützlichsten Normalattacken, die es so gibt. Okay, und nachdem wir das jetzt alles erledigt haben, können wir ja jetzt weiter. Ich war zwischendurch auch im Pokémon Center, das heißt, unsere Pokémon sind wieder geheilt. Und hier gibt's eine Eisbeere. Die heilt Verbrennungen. So, Visenya ist immer noch vorne. Der, haben wir den schon besiegt hier? Ich wäre wirklich stark, wenn ich wüsste, was mein Gegner denkt. Ja, das ist natürlich eine Sache. Das nennt man Prediction. Dank meiner Studien bin ich für jedes Pokémon bereit. Das mit der Prediction, das ist immer so eine Sache. Die wichtigste Sache, die es im Competitive gibt. Du musst vorausahnen, was dein Gegner vorhat, um entsprechend darauf zu reagieren. Das Ganze ist natürlich immer so eine Sache, ob man das jetzt auch richtig voraussagt. Wenn man es gut schafft und den Gegner richtig prediktet, dann kann man so mal ganz einfach einen Kampf gewinnen. Die Sache ist, der Gegner kann damit rechnen, dass du damit rechnest, dass er das vorhat und könnte etwas ganz anderes machen. Das ist eine ziemlich komplizierte Sache, das ist dann die Counter-Prediction. Die Counter-Prediction kann allerdings auch daran zugrunde gehen, dass der Gegner einfach das Offensichtlichste macht oder dass der Gegner dann wieder etwas anderes Unvorhergesehenes macht. Das ist jedenfalls Level 22 für Visenya. Tja, Fehler in der Berechnung, Schuljunge. Dann verrechnest dich das nächste Mal besser nicht. So, dann kommt Rückkehr jetzt wieder nach vorne. Ich habe Rückkehr übrigens die Lehmschelle verlernt und Visenya habe ich den Tackle verlernt. Und hier haben wir das Mogelbaum. Das ist ein merkwürdiger Baum. Möchtest du die Shigikanne benutzen? Jap. Der merkwürdige Baum mag die Shigikanne nicht. Der merkwürdige Baum greift an. Und Surprise, es ist ein Mogelbaum. Ich weiß jetzt gar nicht, will ich das fangen? Ich glaube, ich fange es jetzt einfach mal. Ja, klar. Gehe erstmal daneben mit dem Giftpuder. Und dann macht gar nicht mal so wenig Schaden. Gut, ist ja auch Level 20.
das sollte jetzt nicht so viel Schaden machen. Der hat ja noch volle KP. Ich hätte gern mal einen Reflektor, damit seine physischen Attacken nicht mehr so viel Schaden machen. Und ich denke mal, eine Kopfnuss sollte der locker überleben. Es ist schließlich ein Gestein-Pokémon. Das war ein Volltreffer. Und jetzt lernt er meine Kopfnuss. So. Eine Kopfnuss gebe ich ihm aber trotzdem noch mit. Ein Rasierblatt will ich ihm nicht geben, weil das sollte ihn instant killen. Ein Volltreffer, das mache ich jetzt gar nicht. Mal schauen, ob ich ihn schon genug geschwächt habe. Ich werfe jetzt einmal mal einen Pokéball. Und fast hätte es geklappt. So, und das war's dann auch für Rückkehr. So. Muss Visenio jetzt eben übernehmen. Ich werfe jetzt einmal mal noch einen Pokéball. Irgendwann hat ihn das Gift sowieso soweit. Wenn ich ihn nicht jetzt schon fange. Ja, natürlich. Jetzt ist er drin. Und dann haben wir einen neuen Eintrag für Muggelbaum. Imitation. Es tarnt sich als Baum, um nicht angegriffen zu werden. Es hasst Wasser, darum läuft es bei Regen weg. Nee, ich habe keinen Spitznamen für Muggelbaum, weil der kommt sowieso nicht ins Team. Ich steige jetzt hier wieder aufs Fahrrad. Ja, Muggelbaum ist jetzt gerade noch vergiftet. Dann gehen wir hier in Violas Team mal ins Pokémon Center. Ja, und genau einen Schritt vor dem Pokémon Center kackt er noch ab. Tja. Hättest du mal ein KP mehr gehabt, Muggelbaum, dann hättest du bis dahin überlebt. So. Ich möchte gerne auf Bills PC zugreifen. Und Muggelbaum kommt erstmal auf die Box. Und dann können wir doch mal gleich weitermachen. So. Und von dir müsste ich jetzt eigentlich mal was kriegen. Hast du diesen seltsamen Baum weggeschafft? Ich bin beeindruckt. Ich möchte dir dies geben. TM8 Zertrümmerer. Das ist der Zertrümmerer. Damit kannst du Felsen mit einem einzigen gut gezielten Schlag zertrümmern. Sind dir irgendwelche Steine im Weg, dann zertrümmere sie einfach. Ja, das kann man immer schön machen. Der Fahrradladen ruft an. Hi Gold, unsere Fahrradverkäufe brechen alle Rekorde. Das verdanken wir nur dir, weil du mit unserem Fahrrad herumgefahren bist. Als Dankeschön darfst du das Fahrrad behalten. Herzlichen Dank. Ja, dann dürfen wir das Fahrrad jetzt behalten. Yay. So, und da oben die Zwillinge, die machen wir noch kaputt, ne? Rückkehr ist vorne, das passt. Ist ja hier noch kein Doppelkampf, also können, weil Doppelkämpfe gibt es hier ja noch nicht. Daher muss ich auch nicht mal drauf schauen, wer an zweiter Stelle steht. Nora und Jo. Mit einem Pummelhof. Ja. Pummelhof hat zwar ziemlich viel KP, aber relativ miese Verteidigungswerte. Also sollte das nicht allzu schwer sein. Und der blockiert mir sowieso erstmal mein Rasierblatt. Das mag ich zwar nicht, aber was soll's. Ich habe ja noch die Kopfnuss. Pipi hat auch relativ viel KP, aber ist eher in den beiden Verteidigungswerten gut. Gegen einen Volltreffer kann es aber trotzdem nichts machen. Du bist gemein. Bin ich gar nicht. Sagst du nur. So, den da oben machen wir noch. Pokémon können nicht agieren, wenn sie schlafen.
Ich werde dir zeigen, wie furchterregend das ist. Ich glaube, wenn ich mit dem hier noch rechtzeitig fertig wäre, dann könnte ich mir sogar noch mein drittes Pokémon holen. Also das insgesamt sechste Team-Pokémon dann. Wobei dabei mal generell gesagt werden muss, dass V-Senior ja nicht permanent bleibt. Du blockierst mir keine Kopfnuss. Und Traumato greife ich mit Absicht mit Kopfnuss an, weil Traumato hat eine ziemlich gute Spezialverteidigung. Und da würde das Rasierblatt nicht so viel Schaden machen. So, ja, ich glaube, dafür habe ich noch ein bisschen Zeit, wenn ich es offscreen mache. Hi Bill. Hi, ich bin Bill und wer bist du? Gold? Du bist gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich bin soeben mit den Arbeiten an der Zeitkapsel fertig geworden. Du weißt doch, dass man Pokémon tauschen kann. Meine Zeitkapsel ermöglicht auch Tauschhandel mit der Vergangenheit. Aber du kannst nichts in die Vergangenheit senden, was damals nicht existierte. Solltest du das versuchen, erleidet der PC in der Vergangenheit einen Absturz. Also musst du alles entfernen, was es in der Vergangenheit nicht gab. Einfach gesagt, du darfst keine Attacken oder Pokémon mit der Zeitkapsel verschicken. Keine Sorge, ich bin jetzt fertig. Schon morgen werden die Zeitkapseln in allen Pokémon-Sendern zur Verfügung stehen. Ich muss nach Dokatia City zurück, um meine Freunde zu besuchen. Tschüss! Jo, und da werde ich ihm jetzt auch mal schnell noch hinfolgen. Denn dort gibt es mein Pokémon Numero 3. Und ihr wisst ja jetzt alle schon, was ich mir da holen werde, ne? Weil wer Bill kennt, der weiß, was es von ihm gibt. Also, ich bin mal ganz kurz nochmal offscreen. Wir sehen uns gleich wieder in Dukatia City. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Und wir sind wieder in Dukatia City, direkt vor Bills Haus. Und dort möchte ich jetzt gleich mal reingehen. So. Hi Gold, tu uns einen Gefallen und nimm dieses Evoli. Ich kam hierher, als ich an der Zeitkapsel gearbeitet habe. Jemand sollte sich darum kümmern. Aber ich gehe nicht gern raus. Willst du mich mit ihm spielen, Gold? Ja, ich wusste es. Großartig. Du bist ein wahrer Held. Okay, ich zähle auf dich. Pass gut drauf auf. Und da kriegen wir ein Evoli. Jawohl. Und mal wieder ein Evoli. Ich mag die nämlich alle sehr gerne und ich möchte ihm auch einen Spitznamen geben. Ein Männchen, wie zu erwarten. Und dich nenne ich... Wo ist denn das Haar? Da ist es. Das ist Aster. Das wird nämlich... Also... ich habe geplant, dass es sich in Psyana entwickeln soll. Das heißt, die Entwicklung müssen wir über den Tag durchführen. Und da mache ich jetzt nochmal so eine kleine Sightseeing-Tour in den Untergrund, sofern der Friseur da noch da ist. Bist du nicht gerade da? Ja, du bist da. Willkommen im Pokémon-Salon. Ich bin der jüngere und preiswertere der beiden Coiffeur-Brüder. Ich verschönere deine Pokémon für nur 300 Pokédollar. Yep. Du darfst meinen Aster bearbeiten. Der ist sowieso schon Level 20. Bitteschön, fertig. Aster sieht fröhlicher aus. Denn, wenn ihr es noch nicht wisst, Evoli entwickelt sich, also sofern man es zu Psyana oder nach Tara entwickeln will, durch Zuneigung. Und die müssen wir so hoch wie möglich kriegen, nämlich auf einen Wert von 220. Evolis Startwert ist bei 70, das heißt, wir müssen da noch ein bisschen was machen. Das da unten hat jetzt auch nur noch so eine Kleinigkeit gebracht. Mal schauen, vielleicht finde ich irgendwo noch ein paar Vitamine, die wir ihm geben können, weil die erhöhen die Zuneigung auch ziemlich stark. Ich werde jetzt nochmal offscreen zurück nach Teak City gehen und dann werde ich den Fliegi dort wieder rauslassen. Wir sehen uns dann in der übernächsten Aufnahme, sprich in 2 Wochen. Bis dahin, ciao. So, hier nochmal ein kleiner Anhang. Ich habe dem Evoli in Dukatia City noch schnell die Kopfnuss beigebracht. Ja, einfach damit er nochmal eine relativ starke Step-Attacke erstmal hat. Ansonsten, ich bin wieder in Teak City
Und ich habe Esther an die Spitze des Teams gestellt, weil der soll ja jetzt demnächst trainiert werden. Also, ja, damit bin ich jetzt bei ziemlich genau 25 Minuten. Wir sehen uns übernächste Woche. Ciao!